Hallo? Oh, habt ihr das? Das quietscht aber schon. Habt ihr das? Guten Morgen. Guck mal. Nafi Ganza, Madia, Soon, Holy Neck, viele Leute da. Wir machen heute kein Minecraft, falls ihr das denkt. Wir haben ja gestern 5 Stunden Minecraft gemacht. Oder also wir machen was anderes. Wir machen eine Beta. Wir machen die Beta von Mortal Shell. Kennt ihr das? Ich kenne das nicht. Keiner kennt das. Seit heute ist die, glaube ich, Open Beta. Und das ist ein Souls-like. Und ihr wisst ja, wie das mit Souls-like sind. Die sind so ein bisschen wie Dark Souls. Und Dark Souls ist ganz gut, ne? Ich habe schon hochgefahren. Ich hoffe, alles funktioniert. Bin angezogen. Licht ist an. Sound kommt an. Alles gut. Ich höre. Das Spiel noch nicht, aber das liegt ganz allein daran, da ihr das auch noch nicht seht. Ich zeig's euch. Da ist es. Und da hören wir es auch. Mortal Shell. Ich habe den Controller angeschlossen. Und ich höre seltsame. Hört ihr das auch? Das hört sich ein bisschen komisch an, als wäre das so nicht richtig. Der Julius ist in der Regie und macht den Sound. Das klackert so komisch. Aber gut. Los geht's. Unknown Effigy. Guck mal, direkt auch das Vokabular übernommen. So ein Effigy, das ist sowas wie ein Abbild oder sowas, kann man das, glaube ich, übersetzen. Ist kein häufig benutztes Wort im Englischen heutzutage, aber kommt auch in Dark Souls vor. Beyond the grip of the familiar, threshold demands to be crossed. Und weiter komme ich nicht. Oha, okay. Okay, was sind wir denn? Wir sind hier wie der Typ von. Ach, jetzt habe ich den Film vergessen. Wisst ihr, wo die großen weißen Typen mit dem Raumschiff gelandet sind und alle warten aufs Alien und es kommt nicht? Der Film. Okay, wir warten kurz durchs Wasser. Wir haben so eine Art Exoskelett. Also ein Mensch sind wir nicht, oder? Wir sind zwar humanoid, aber das ist kein Mensch. Nope. Meine Tasten machen nichts. Außer das hier ist Dash, okay, aber es wird mir bestimmt gleich erklärt. Prometheus hieß der Film, ja, richtig, danke. Harden! You have inherited the ability to harden your body. Hardening prevents harm from attacks, but it's broke quickly upon taking physical damage. Okay. Ach, guck mal, ich muss den Button gedrückt halten, um das Menü zu verlassen. Okay, lass dich nicht von so einem Bullshit jetzt schon ablenken. Okay, ich harde. Okay. Okay, und jetzt soll ich rechts oder was, das, während er mich angreift? Du hast doch. So. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das hier richtig mache. Also Dodge, Roll After Dodge habe ich und dann Harden ist das, ja? Habe ich doch gemacht. Was ist denn jetzt das Problem? Ah, alles gut. Ich hab's. Gut, gut. Examine. Okay, die schauen wir uns mal an. Was ist da los? Versucht sehr atmosphärisch zu sein, das Spiel. Kein einziges gesprochenes Wort. Nur so sphärische Saune und Sounds und. Dieser Soundbug. Ich hoffe, ihr hört den nicht, aber ich gehe stark davon aus, dass ihr den hört, wenn ich den höre. Okay, Weapon equipped. Oh, let's go.
Da ist der nächste Typ ein bisschen im Nebel versteckt, aber wir werden jetzt... Okay, harden while attacking. You may harden in most situations even while attacking. Experiment with hardening at different times. Okay, mit RB und RT greife ich an und kann LT trotzdem zum Harden drücken. Okay, RB, RT, ist alles klar. Das kriegen wir hin. Ach ja, gedrückt halten. Tut mir leid. Mal ausgewichen. Und nochmal ausgewichen. Und jetzt kriege ich richtig aufs Maul. Puff. Okay, ich greife jetzt an, okay? Zack, zack. Und harden. Und wieder angreifen. Und harden. Harden. Ausweichen. Zurückschlagen. Harden while attacking. Okay, alles klar, mach ich. Harden while attacking. Mach ich. Nee? Probier's nochmal. Attack, harden. Jetzt haben wir hier diesen schönen... Jetzt haben wir es nicht mitgekriegt, weil diese Säule gerade eine kleine Profilneurose hatte und sich unbedingt im Vordergrund stellen musste. Aber kein Problem. Wir gehen wie typischer Cristiano Ronaldo durch die Tür. Da ist noch so ein Typ mit einer Kapuze. Bist du zum Sprechen da oder komme ich daher? Wahrscheinlich komme ich hierher. Ich glaube, es wird wahrscheinlich das Tutorial sein. Hier brauche ich noch nicht groß erforschen, oder? Obwohl, ich will natürlich nichts verpassen. Pick up Mortal Token. A token which begets a connection to the mortal realm. Okay. Haben wir so ein Symbol dazu gekriegt, rechts unten, oder? Wollen wir mal das Inventory öffnen? Nee, das ist nicht das Inventory. Das ist das Inventory. Okay, okay. Okay. Gut ausgewichen, dankeschön. Kein Problem. Nochmal gut ausgewichen. Ja, danke, ich bin ein Talent. Und jetzt, was machst du denn? Wie lange holst du denn aus? Du irritierst mich. Ich spring nach da und harden. Harden. Das war ein mit dem dicken Schlag. Geh weg, du. Harden. Schlag. Hau weg. Puh, ich weiß nicht, ob das richtig ist, wie ich das mache, aber ich lebe noch. Okay, R8 harden, kein Problem, das kann ich auch. Meine Schläge scheinen sie aber nicht zu interessieren. Also er kriegt ein bisschen was abgezogen, aber wenn ich schlage, er macht mit seinem Programm weiter. Ist jetzt nicht so, als würde ihn das groß interessieren, wenn er einen Treffer kriegt und vielleicht mit seiner Attacke abbrechen. Nee, nee, nee. Jetzt macht er hier harden, kann ich auch. Ich komm von oben! Oh nee, ich stolper kurz. Ich versuche das mit dem Sound übrigens. Ich werde das gleich mal ausmachen und neu starten. Das ist ein bisschen nervig. Sehr gut. Oh, guck mal. Den haben wir aus der Luft geholt. Und jetzt raus da. Harden! Oh, Mann! Okay.
Achtung, ein Riesenmolch. Oh, hat er uns echt? Hammer. Rotten Food. Use this item to reveal its effect. Ach so, funktioniert das mit dem Essen. Okay. Ich schätze mal, ich sollte da sterben. Ne? Das gehört doch so. Aber bei Souls-Likes oder bei Dark Souls war es ja immer so, dass der Overpower-Tutorial-Boss trotzdem zu legen war mit ein bisschen Skill. Ne, ähnlich wie bei Devil May Cry oder so. Der Anfangsleute. Und jetzt sind wir hier. In einer etwas grüneren Welt. Sie sieht genauso aus, aber etwas grüner. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich mal ins Menü gehe und mal schaue, ob ich das Spiel neu starte und das, ob das vielleicht den Soundbug ein bisschen korrigiert. Ich kriege das Ganze aktuell im Epic Games Store. Und die Beta jetzt seit ganz kurzem selbstverständlich for free. Die Entwickler hatten nämlich vor kurzem eine Closed Beta und da gab es eine ziemlich gute Resonanz, mit der hatten sie nicht gerechnet und haben sie gesagt, okay, everybody can play now. So, Spiel ist gestartet. Gucken wir uns das nochmal an. Was sagt ihr denn dazu eigentlich? Ja, Mark Bakerman bemängelt den Ton. Das tat ich auch. Gucken wir mal, ob wir es jetzt korrigiert haben. Nein! Der Ton ist immer noch scheiße. Hört ihr das? Wie kann das sein? Was ist das für ein komisches Gepoppe? Da war's weg, oder? Das ist die Ambient Volume, die ich ausmachen muss. Bevor ich das jetzt so weiterspiele, weil das ist ja nicht wirklich akzeptabel, frage ich mich jetzt, liegt das an meinem Setup oder liegt das am Spiel? Kann ich das jetzt korrigieren oder kann ich das nicht korrigieren? Wir schauen kurz in den Chat. Mark meint, kann man wahrscheinlich nichts machen. Nachtkrab sagt, das ist der Artstyle. Frank Bob meint, ich soll mal die Sample-Rate in Windows umstellen. The Beat, Audio Quality mal ändern, das geht wo? Ah ja, hier, bei Audio Quality. Ja, da hast du recht, das können wir mal. Ja, es poppt immer noch rum. Und bei Low poppt das auch noch. Nee, nee, das ist es nicht. Es ist natürlich sehr ärgerlich, wenn ich den Ambient Sound ausmachen muss, ne? Aber wir der Grafik wird das nichts zu tun haben. Ansonsten sehen wir hier noch mal ganz kurz die Einstellung. Das ist nicht weiter wichtig. Grafisch sind wir relativ weit oben. Nicht ganz oben. Ich habe es einfach auf Standard gelassen. Der Pop-Sound soll, glaube ich, so sein, sagt Gebrüder Games. Das bezweifle ich aber stark. Ach, und da ist er wieder. Obwohl ich Ambient Sound ausgemacht habe. Und da ist er wieder weg. Was ist los mit dem Sound? Bleib weg, bleib weg. Und da ist er wieder. Oh, komm. Aber guck mal, ich darf... Oh doch, darf ich... Das Spiel hat ein krasses Delay. Was ist denn da los? Jede Eingabe ist extremst verzögert. Also wir können Ambient Sound wieder hochmachen. Gucken wir mal. Wir machen das noch ein bisschen weiter und ich guck mal in Chat, ob das überhaupt erträglich ist. Below darkness, the night fish swims. Waiting a feast of dreams. Pray the beast is hungry or you shall slumber without end. Ja, interessant. Interessant.
Ja, da werde ich mich wahrscheinlich, falls ich dieses Spiel durchspielen werde, nicht dran gewöhnen, dass ich den Knopf gedrückt halten muss, nur um eine Nachricht wegzudrücken. Inhabit Unknown Shell. Da wiederum muss ich jetzt nicht gedrückt halten. Das ist erst dann schwierig. Da muss man dann immer probieren. Von selber kommt man auf sowas, glaube ich, nicht. Sieht immer gut aus, ne? As you awaken, your hand reaches down instinctively, grasping an object which feels somehow familiar. The tarnished seal enables you to parry enemy strikes, interrupting their attacks. The seal will also warn you of incoming unparryable attacks. Okay, also rot für Warning, LB machen wir Parry. Halten wir mal die A-Taste gedrückt, um weiterzuspielen. Seal Infusion. Okay, noch eine Info. Seal appears to have been infused with power, giving a parry the ability to leave the enemy vulnerable to an empowered riposte. Seal requires great resolve to harness such an infusion. Performing an empowered riposte will heal you. Okay, gleichzeitig oder nacheinander? Wie soll ich die Tasten drücken? Wahrscheinlich, wenn es nach dem Parry empowered ist. Ja, wir werden es rausfinden. Oh, guck mal. Eine Bärenfalle. Das sind ein paar Übungsgegner. Pass auf, ich mach mal hier schwere Attacke. Und der ist schon direkt... Okay, okay. Was mir gefällt, ist, dass man viel dichter dran ist bei diesem Spiel. Ich hab's Gefühl, ich guck ihm viel dichter über die Schulter. Simple Loot. Vorne ist noch eine Bärenfalle. In die versuche ich mal nicht mehr reinzutreten. Ne? Da kommen die Gegner. Hier ist nichts mehr. Oder? Warte mal. Ich komme von da und hier ist noch sowas Geheimes. Wollen wir da mal reinkriechen? Das sieht sehr verführerisch aus. Da würde ich auch sofort reinkriechen. Wenn ich einen Weg lang gehe und da ergibt sich so ein Felsspalt, gehe ich sofort rein. Guck mal, da hinten. Da ist der hungrige Gollum. Get up. Bist du ein Spezialgegner? Ich drehe mich erstmal zu dir hin. Was hältst du da? Oh, oh, oh. Pass auf, du. Harden. Ausrollen. Harden. Schwerer Angriff. Schwerer Angriff. Zurück. Zurück. Harden. Egal, zurück. Harden. Nee, klappt nicht. Schwerer Angriff. Daneben. Wegrollen. Oh, ich kriege aber richtig Schaden unten. Harden. Das wirkt leider nicht immer. Das ist mein Problem mit Harden. Manchmal wird er zu Stein, manchmal nicht. Ne? Ihr kennt das, oder? Bin ich ein bisschen verwirrt. Und tot. Okay, Buchstaben. Okay. Also das Trefferfeedback finde ich schwierig. Ich weiß nicht. Ich wüsste gerne, wann Harden einsetzt und wann nicht. Warum und warum nicht? Das ist ein Audio-Feedback. Wenn ich zum Beispiel ihn treffe oder ich getroffen werde, vielleicht ein Sound, das wäre ganz geil. Das gleiche mit so anderen Dingen bei Harden oder so. Das fehlt mir noch stark. Aber es ist ja, wie gesagt, noch gar nicht fertig, das Spiel. Aber das macht es mir ein bisschen schwer, nicht zu wissen. Ich habe keine Audio-Feedbacks. Oh. Aber die tut ja auch nur ein bisschen weh.
Wir gehen jetzt mal nicht zu dem Lulatsch da hinten drin. Wir gehen jetzt mal hier lang, um uns das anzugucken. Bist du ein Gegner? Oh. Inhabit. Okay, jetzt kurz ausweichen. Versuche ich nochmal. Ne? Ich habe nach vorne versucht durchzurollen, das hat nicht so gut funktioniert. Jetzt wird zur Seite, das ging besser. Schwerer Schlag, ging nicht so gut. Harden kombiniert, hat mir trotzdem was abgezogen. Wenn er kommt, ich versuche Harden. Ja, funktioniert, ich schlag zurück. Aber ihn interessiert das nicht, ja. Ah, komisch, ne? Man hätte das immer ganz gerne, dass wenn man so einen harten Schlag landet, dass der Gegner dann vielleicht auch zurücktaumelt oder so. Stattdessen zieht er seine Animation einfach weiter durch. Wir müssen noch mehr spielen, um rauszufinden, was das Spiel genau von uns will, wie wir da vorgehen. Okay, auf B laufen wir. Versuch mal nicht, die Bärenfalle jetzt zu nehmen. Drittes Mal. Tut ja nicht Not, ne? Also, der Typ reagiert wenigstens auf meinen Schlag und macht nicht weiter. Das finde ich gut. Was ist mit dir? Ich piekst dich mal. Oh, oh. Harden. Ja, da guckst du, ha? Okay, die reagieren auf meine Schläge, ne? Wenn ich die da treffe, dann ist es vorbei. Dann machen die nicht weiter. Das ist gut. Oh, der lebt ja noch. Guck mal, ist das unsere... Das ist ja interessant. Er hier mit seinem... So, ich kann auch einen hier. Zack. Guckst du, Wagen, jetzt liegst du auf dem Boden und ich mach... Und treff nicht. Und... Wunderbar. Was ist das? Oh, oh. Okay. Noch keine Funktion auf den anderen Buttons. Doch das hier. Was war das denn? Auch nicht schlecht. Harden. Zurück. Harden. Geht nicht. Geht nicht. Harden. Geht nicht. Komm nochmal. Harden. Harden. Nee. Harden. Jetzt geht's. Ist komisch. Ich glaube, es kommt darauf an, wann man das... Ich darf es nicht in der Animation drücken oder so. Jetzt darf ich Harden drücken. Dann dann funktioniert... Jetzt darf ich... Komisch. Ich weiß es noch nicht. Ach. Das ist Perry, ne? Ja, das Trefferfeedback ist nicht so geil. Aber es ist noch nicht fertig. Wir gucken ja nur rein. Müssen wir uns erst dran gewöhnen. Habt ihr recht. Guck mal, Soon sagt es. Harden nur, wenn der Kreis voll ist. Welcher Kreis? Da haben wir noch gar nicht drauf geachtet. Kreis und längst ist für Harden. Ja, ich kriege gerade noch Informationen aus der Regie, wie wir das wegmachen können. Aber ganz ehrlich, das ist eigentlich was, was wir vorher wegmachen. Und nicht während der Sendung, oder? Mal hier rum. Zack, zack, zack. Ja. Also wie erfolgsversprechend meinst du, ist das, Julius, dass wenn ich deinen Tipp mache... Ja, na gut, ich mach das gleich mal. Beim nächsten Tod gehe ich nochmal raus, starte nochmal neu. Okay, jetzt haben wir Shell Retrieved. Wahrscheinlich so ein Souls-Äquivalent oder so. Und jetzt gehe ich erstmal den Typen. Passen wir auf, dass der nicht wieder von der Seite angelaufen kommt. Seht ihr? Was haben wir jetzt? Können wir auch so eine Sprungattacke? Nee, leider nicht. Okay, der Kreis links unten. Wird der irgendwann mal voll oder ist der voll? Ich weiß nicht. Jetzt ist er leer. Okay. Ah, okay. Jetzt sehe ich's. Das ist mein...
Alles klar, dann probieren wir das mal aus. Waff! Okay, wir werden besser. Alles klar, Typ. Komm ruhig. Bam! Nee, das interessiert ihn nicht. Macht ihr noch einen? Oder? Ja, jetzt noch einen. Aber das war's doch, oder? Dann kann ich jetzt einmal, danke. Ich mach gleich zweimal, dann doch besser für dich. Dann kämpfen wir hier nicht so lange. Dann kannst du dich deinen anderen... Komm, schlag mich nochmal. Ich mach jetzt hier... Oh, shit. Da habe ich aber viel verloren. Sehr viel Energie verloren. Immerhin haben wir ihn jetzt mal geschafft. Pick up Glimpse of Futility. Futility. Können wir das im Inventar? Können wir das im Inventar? Shells? Unknown Shell? Compendium? Ne. Er ist jetzt selber in die Falle rein, habt ihr gesehen, ne? Das hat funktioniert. Ast rein. Und die Falle spannt sich wieder von selbst. Seht ihr das? Müssen wir ganz vorsichtig hier den Loot looten, oder? Wie geht das? Wie loote ich den Loot? Da ist doch definitiv Loot da unten. Lass mich den nochmal... Aber da ist so ein Kreis drumherum, der sich langsam leert. Okay, mysteriöser Pilz. Geheimnis kann gerade nicht gelöst werden. Vielleicht ein anderer Tag. Oh, da oben sind sie. Komm her. Wie locker bist du denn drauf? Ihr seid alle recht locker drauf. Dafür, dass ich hier eindeutig der... härtere Typ bin, oder? Ihr nehmt mir das echt viel zu locker, wie ihr da so lang geht. Ganz ehrlich. Nehmt das ein bisschen ernster. Ich finde das auch respektlos mir gegenüber. Zack. Seht ihr? Mensch. So. Ah! Der Typ. Also die kleinen Typen sind definitiv beeindruckt von meinen Schlägen. Die großen nicht so. Inferior Moonshine. Was Leckeres zu trinken. Hier haben wir eine Kiste. Loot Chest. Kicken wir kurz. Und was haben wir bekommen? Ein Baguette! Hammer! Endlich! Wo ist das Baguette? Wir haben das Baguette gekriegt, Leute. Hammer, Hammer, Hammer. Wo ist es? Da ist es. Seht's. Use this item to reveal its effect. Use two more times to reveal further details about the... Ist ja interessant, oder? Das ist eine coole Mechanik. Ihr müsst die Sachen erst benutzen, um rauszufinden, was das ist. Das ist ja völlig klar, ne? Häufig seid ihr in so einem Videospiel in eine Welt geworfen als Charakter und wisst nicht, was ist da los? Was ist das? Wieso? Aber ihr beißt in alles rein, hebt alles auf und wisst sofort, wofür alles ist. Ja, ja, nee, dieses Spiel nicht. Dieses Spiel... Da müsst ihr den ganzen Kram erstmal ausprobieren, oder was? Pass auf, wollen wir mal ein Baguette essen? Oh, nom 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 nom, mon dieu. Offers a small boost to health. Okay, okay, okay. War nicht ganz so spektakulär wie erwartet, aber... Jetzt wissen wir es. Da oben ist noch ein Item. Habe ich mich getäuscht. Das hat so ein bisschen geleuchtet. So, wir haben die linke Seite geklebt. Wir kommen von hier hinten, ne, für die Orientierung. Ey, es ist ganz cool, oder? Also, ich mag's bis jetzt. Ist schon ganz geil. Erstmal du hier, du bist eh nicht. Entschuldigung, aber... Da hinten kam ein Pfeil. Den Typen habe ich nicht gesehen. Er hat mich jetzt ein bisschen... Was ist das denn? Ach nein! Ich dachte, er will mich nur greifen, aber dass er direkt danach zuschlägt, damit kann ja keiner rechnen, ne? Nee, es war kein Kräuterbutter-Baguette.
Brot versteht man erst, wenn man Brot isst, sagt Krautzer. Vollkommen. Ja, ich meine, komm, du sagst das jetzt mit ein bisschen Sarkasmus. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt hier in Hamburg essen wir Crocs. Und bevor du nicht in Croc gebissen hast, weißt du nicht, was auf dem Croc drauf ist. Erst recht nicht, welche Soße, welcher Schärfegrad. Hatte ich schon immer so eine dicke Rüstung, ja, ne? Das ist schon, da ist schon was Wahres dran. Oh nein, ich bin direkt in die Falle gewirbelt. Hau ab, du. In Ruhe, ihr beiden. Zack. Oh, oh, oh. Stamina, Stamina, Stamina. Okay, ich habe wieder Stamina und jetzt ein Swipe. Und beide tot, oder? Pick up rotten food. Okay. Als erstes den links. Ich gehe ein bisschen aggressiver rein jetzt. Jetzt wissen wir ungefähr, wie die Leute laufen hier. Zack. Dann haben wir den tot, bevor sein Kumpel hier von der rechten Seite nämlich kommt. Habt ihr das gesehen? Da haben wir uns aber interessant in eine interessante Position zum Hardening rausgesucht, oder? Alter, der hat sein Schwert umgedreht! Coole Moves, Junge. Trotzdem könntest du ein bisschen fixer sein. Okay, ich versuche das mit Harden wieder zu machen. Das ist ja im Grunde quasi so ein Free-Hit. Ne, wenn der mich da zack, zack. Das Problem nur, diese leichten Hits danach interessieren ihn ja nicht. Ne, jetzt muss ich hier zwei Hits abwarten. Jetzt kann ich ihm noch einen... Dann mache ich da eine Combo draus und noch einen kleinen hinterher und dann haben wir ihn. Jawohl, so langsam kriegen wir es raus. Gain Glimpse, okay. Ich guck gleich mal in den Chat. Bin aber sowas von abgelenkt. Gerade von dem Spiel, dass ich eure eventuell im Chat vorhandenen wichtigen Tipps gerade nicht wahrnehme. Aber Sekunde, machen wir gleich. Komm Junge, wenn du mich jetzt nicht angreifst, dann mache ich dich halt tot. Ich habe nicht ewig Zeit. Und da hinten ist der Armbrusttyp. Wie mache ich das? Ein Schild habe ich ja nicht und von rechts höre ich Töne. Okay. Da sind zwei Leute. Ich renne jetzt zu dem Armbrusttypen. Sieht so aus, als wirst du dich einen kleinen Umweg nehmen. An seinem Kumpel vorbei. Das ist er nämlich. Nee, wer ist der Armbrust? Du bist der Armbrusttyp. Du Schwein! So, Armbrusttyp ist down. Jetzt haben wir aber ziemlich viele Leute. Nochmal. Opa, oh, nicht runter, nicht. Oh. Okay, wir schauen in den Chat. Ist das Dark Souls? Nein, es ist ein Dark Souls-like. Das nennt sich Mortal Shell. Die sterbliche Hülle. Kommt, glaube ich, erst nächstes Jahr raus. Ist Early Access, Alpha, Beta, whatever, wie du es heute nennen willst. Ist ja eh alle das Gleiche mittlerweile. Da war noch ein Armbrusttyp, sagt der nette Erich. Hm, okay. Ich muss mal ganz kurz gucken. Meine Kollegen nutzen unser Kommunikationstool gerade sehr exzessiv. Tut mir eine Sekunde nur, das sind halt verschiedene. Ich muss hier, ich kann nicht einmal. Okay, alles klar. Wisst ihr was? Wir versuchen. Warte, der Ton ist der jetzt eigentlich immer noch. Weil ich höre es fast gar nicht mehr. Der ist, glaube ich, immer noch kaputt. Wir probieren es mal und wir gehen dazu in eine Werbung. Dazu gehen wir mal hier ins Vollbild. Bis jetzt ein gutes Spiel, finde ich. Bis jetzt ein gutes Spiel. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch viel Zeit. Wunderbar. Ja, gut. Wir machen kurz die Werbung, weil das ist echt scheiße mit dem Sound. Fixen das, hoffentlich. Und dann sind wir gleich wieder da. Und wer? Werbung vorbei.
drücke im Spiel und ratet, was wir gefixt haben. Oh, die Shell funktioniert. Wisst ihr, woran es lag? An der Elgato. Und ich weiß ja, ihr arbeitet ja auch mit den Geräten und ihr interessiert euch für die Materie und so, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, Elgato ist ganz schöner Schrott. Na? Das funktioniert ja so ähnlich wie so eine Xbox 360. Funktioniert ja gar nicht. Also, mal so in Zahlen. 20% der Momente, wo ich die Elgato nutze, funktioniert sie. Die restlichen 80% muss sie mindestens einmal neu gestartet werden, bis zu 5-mal neu gestartet werden, bis sie das tut, was sie soll. Und selbst dann, habt ihr gerade gesehen, tut sie das auch nicht wirklich zur vollkommenen Zufriedenheit, sondern ich hätte sie noch einmal neu starten müssen, damit sie den Sound auch anständig liefert. Und jetzt tut sie es und wir drücken auf Continue. Das ist ein bisschen nervig, weil das, ja, jetzt mittlerweile komme ich drauf, aber anfangs, als ich noch nicht wusste, dass ständig die Elgato einfach keinen Bock hat, habe ich so viel Zeit damit verschwendet, in Einstellungen rumzusuchen. Aber ich meine, da kommst du nicht drauf, dass du die Elgato 5-mal neu starten musst, damit du Sound kriegst. Na, das erst nach Stunden, nachdem du durch Zufall 5-mal die Elgato neu gestartet hast. Okay, wir sind zurück im Pilzland. Zack, wo ist dein Kumpel, hä? Was ist los? Hast du Angst? Au, au, au! Ah, ich. Idiot. Ui, da habe ich mich aber gar nicht gut angestellt gerade. Jetzt kommt der. Gut, gut. So, es hat sich irgendwas aufgeladen. Eine Glühbirne an meiner Tasche. Ich habe den Absatz leider nicht gelesen, was das macht. Aber ich glaube, ich kenne die Taste dafür. Da ist sie nämlich. Und ich glaube, das ist ein Parry. Aber sollte ich den jetzt? Lieber nicht. Komm, einen noch. Den blocke ich und dann ist der down. Ja, mach deine Animation. Wunderbar. Mach das zweimal. Zack. Und jetzt bin ich bereit, dir einen überzubraten. Looten dich. Und wir gehen jetzt links lang. Das rechts, das kennen wir. Da sind ziemlich viele Leute. Aber hier links waren wir noch nicht. Ach, hier ist der. Doch die Ecke haben wir schon. Komm her. Den Trick, den, da fällst du nochmal drauf rein. Jawohl. Okay, er hat die Witterung aufgenommen. Gerade in den Chat geguckt. Max Klose. Nicht schlecht. Guter Joke. Er sagt, mein Hintern hat eine gute Idee. Wegen der Birne hinten drauf. Aber jetzt hat mein Hintern... Ah, jetzt habe ich hier zu viele Leute. Pass auf, geh bitte mal weg. Ich muss mich konzentrieren. Ich kann nicht gegen so viele gleichzeitig. Und was ist hier los? Das habe ich noch nicht. Das ist das, die Mortal Shell? So Mortal ist sie ja nicht. Ziemlich hart. Meine Rüstung. Also, schlag mich. Ist die schon gespannt wieder? Ja, die hat sich wieder gespannt. Ist der nicht so doof? Macht der das nicht? Komm mal bitte. Der will da nicht reinlaufen. Guck mal. Okay, aber so langsam komme ich vom Timing rein. Diesen einen oder anderen Schlag kann ich jetzt relativ zuverlässig ausweichen. Das sollte sein Ende sein.
Schau mal, was hier links ist. Ein Durchgang. Keine Orientierung hat man. Sehr schön. Geht's hier durch? Nee. Wunderbar. Ich weiß noch überhaupt nicht, wo ich hin muss, wo ich herkomme, was ich soll. Das ist super gut. Ach, guck mal. Der sieht freundlich aus. Welcome, then. I'll warm some tea. In the meantime, why not take a look at my wares? Traden, okay. Schauen wir mal, was hast du anzubieten? I accept any tar as payment. Teer als Bezahlung. Okay. Okay, okay. Du verkaufst Roasted Red, Inferior Moonshine, Arch Bold, vielleicht für eine Armbrust oder so, Scripture of Defiance. Ja, wir müssen es erst kaufen und benutzen, bevor wir wissen, was das macht. Das ist schon ganz cool. Das gefällt mir richtig gut. Quenching Acid, Simple Loot, Golden Bell. Seine Loot haben wir ja sogar schon. Willst du die kaufen? Weil das gehört zu mit den teuersten Gegenständen. Willst du die haben? Nee. Er verkauft nicht. Er kauft nicht. Er verkauft nur. Hier oben die Reiter bringen nicht allzu viel. So, okay. Nee, du hast nichts, was ich will, oder? Hatte der jetzt was Wichtiges? Nee, nee. Ich werde mal mit der Katze. Oh, guck mal. Okay. Meint ihr, die Katze spielt nochmal eine Rolle? Oder das ist hier nur so ein kleiner Moment ist der Besinnung. Oder ist die Katze der Endboss? Hm? Weltcap. Hier hinten so eine Destillationsmaschine oder eine Hightech-Bong. Ansonsten würde ich sagen, weiter. Hier, der Händler hat nichts. Soll ich nochmal mit ihm sprechen? Besser ist, ne? Nachher ist das wirklich Dark Souls. Welcome back, my splendid friend. Shall we engage in some rousing commerce? It's my pleasure. Ja, ja, wie das mit den Waffen und Rüstung so ist, wird gefragt im Chat. Na klar, das finden wir jetzt hoffentlich raus langsam. Aber bis jetzt, es steuert sich recht träge. Im Vergleich zum großen Bruder Dark Souls. Spectral Token. Aber wenn man sich dran gewöhnt, es ist nicht so schlimm wie das... Das aus deutschen Landen. Wie hieß das nochmal? Das ist dieses unsägliche, dieser unsägliche Dark Souls-Klon. Lords of the Fallen. Danke, Erich und Kashi. Genau, Lords of the Fallen. Das war ja, wenn man jetzt mal so die ganz, also wenn man die, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Es gibt ja auch noch viel schlechtere Dark Souls-Klone und Lords of the Fallen war spielbar. Ich habe sogar durchgespielt. Aber das hatte schon auch so ein paar Punkte, wo man sagt, so, ach, habt ihr aber nicht so gut gemacht. Aber das ist nur meine Meinung. Und meine Meinung versuche ich jetzt gerade, ihm hier mit dem Schwert beizubringen. Er ist aber sehr agil. Hardening! Counter! Weggold! Gut, 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 gut. Ich brauche ein bisschen Energie. Nach diesem Kampf hier schlage ich vor... Finish.
Schlage ich vor, dass wir mal ins Inventar gucken, ob wir irgendwas zu essen haben. Guck mal, wir essen, wir wissen ja nicht, was es macht. Wir essen jetzt einen Pilz. Und wir müssen 20 Stück essen, bis wir wissen, was die machen. Scheint sehr niedrig dosiert zu sein, die Teile. Also los geht's. Okay, wir haben rausgefunden, dass die Pilze Lebensenergie regenerieren. Über eine ganze Weile. Warte mal, wir kommen von hier unten. Da ist diese Armbrustecke. Wir gehen mal hier, weil hier sieht das aus, als wäre ein riesiger Abgrund. Das sieht sehr interessant aus. Ach, so riesig ist der gar nicht. Aber wisst ihr was? Wir gehen hier lang. Oh, guck mal, was ist das hier? Das ist eine Kiste. Das ist ein Fisch. Ein Fischmann-Figur. Wenn man von vorne kommt, denkt man erst hier so mit Kopf. Und ist auch. Es ist beides. Seht ihr? Hier mit Bart und Augen und Nase. Und von hier Fisch. Aber ich habe den Fischschlüssel nicht. Ist ja hier drin. Sag mal, hört ihr gerade die Geräuschkulisse? Entweder fliegt hier gerade eine riesige Hornisse oder irgendwer mäht Rasen. Hört ihr nicht, ne? Sehr gut. Abandoned Chamber. Sieht sehr gut aus. Also dadurch, dass das mehr so Over-the-Shoulder-Perspektive ist und nicht... Also Dark Souls war ja auch Over-the-Shoulder, aber ganz schön far away, ja? Ganz schön weit weg. Das hier ist schon dichter dran. Das macht es irgendwie ein bisschen gruseliger noch. Guck mal. Zester... Genisa. Eager for another taste, foundling. Not so hasty. Not all places are as friendly as Fulgrim. There won't be any merriment around the bonfire here. Only the dead call this place home. All that remains are scavengers gnawing on bones. An intruder like yourself will not be welcome. So then, would you like another sip? What? Another sip? The divine tar? Das göttliche Teer? Ja klar, warum nicht? Okay, dann nehmen wir einen großen Schluck. Seek name. You must discover this shell's name to awaken its power. Okay, wir haben 250 Teer. Nee, ich glaube, mein Name kostet 250 Teer und wir haben 360. Naja, man weiß es nicht. Hier steht mehrfach Teer, aber man weiß jetzt nicht, was ist. Aber man findet es bestimmt raus, wenn wir es ausprobieren. Und das tue ich jetzt. Obtain! Obtain? Nee, ich muss gedrückt halten. Nee, geht auch nicht. Doch, ich muss sehr lange gedrückt halten. Dann geht's. Okay, danke, Spiel. Their allegiances lie to those who are fatah, or spirits. They entertain themselves with drunken antics or violent cruelties. They know better than to attack us. But they followed us at a distance, hoping for scraps. Okay. Aros der Vasall, was ist los mit dir? Was sind das links für interessante... Das ist nur eine Anekdote, was da steht, aber nichts, was mir sagt, was wir hier vor uns haben. Okay, wir machen das zu. Haben noch ein Item gekriegt, Effigy of Haros. Und finden bestimmt im Laufe des Spiels raus, was das jetzt gerade war. Kekse United mag die Stimme nicht von gerade. Ja, die war sehr gezwungen. Fand ich auch.
Da ist irgendeine Kreatur. Wir sind in so einer Art Krypta. Hier sind überall so Alkoven. Es sind noch ziemlich viele frei. Die Mieten wohl recht hoch. Oh, was passiert hier? Shell Inhabited Unknown Shell. Es ist sehr viel Unknown in diesem Spiel. Aber das ist noch kein Kritikpunkt. Nur weil ich nichts raff, heißt das nicht, dass das Spiel scheiße ist. Ich find's umso geiler. Oder wisst ihr, was war das gerade mit Skeletor da? Guck mal, wollen wir den auch nochmal? Guck mal, wir haben Fable für Leichen. Das gilt es festzuhalten auf jeden Fall. Und jetzt, was machen wir mit den Leichen? Essen wir die, stecken wir die ein? Wo sind die jetzt? Wir sammeln Leichen. Oh, kommst du jetzt angesprungen oder was? Ist nicht, ich mach dich tot. Habt ihr das gesehen, der Dropkick? Das ist wie das Teil, was Arnold Schwarzenegger da beim Basketballspiel gekriegt hat. Habt ihr das mitgekriegt? Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Ist gar nicht so lange her. Da kam ein Typ an und ist Arnold Schwarzenegger. Der Typ ist 71. Mit einem Dropkick in den Rücken gesprungen. Ohne, dass Arnold Schwarzenegger Chance hatte zu reagieren, weil es von hinten war. Aber Arnold... Den hat das nicht wirklich interessiert. Der ist ein bisschen nach vorne getaumelt. Jeder andere 71-Jährige wäre in zwei Hälften zersprungen. Aber Arnold... Der stand da wie ich hier. Strong. Und die Leute haben sich natürlich Sorgen gemacht. Und Arnold hat dann auch einen Tweet verfasst, wo er dann so ein bisschen flapsig gesagt hat. Oh, er wusste gar nicht. Er dachte, da wäre nur eine Crowd hinter ihm, die ein bisschen angerempelt hatte. Er hat gar nichts gemerkt. Alles gut. Macht euch keine Sorgen. Also er hat es schon gemerkt. Und ganz ehrlich, es ist, ich meine, so egal wie stark du bist. Ein Dropkick in den Rücken, unvorhergesehen, ist nichts Geiles. Gibt da zwei Einstellungen von dieser Szene. Ich weiß nicht, wenn ihr es nicht mitkriegt. Ich fand es ganz interessant. Ist aber jetzt auch schon eine Weile her. Und hier ist noch einer. Warte mal, die habe ich doch gerade erledigt. Wollt ihr mich... Warte mal, Leute. Habt ihr das... Kriegt ihr das mit? Sind das die gleichen? Oh, shit. Okay, jetzt wird es ein bisschen tricky. Guck, wo ist meine Stamina? Ist weg. Ich muss kurz zurück. Da wollte ich doch zurück. Stamina ist wieder da. Oh, nee. Oh, nein. Jetzt genau haben sie mich umzingelt. Ich stehe genau in der Mitte. Wie schlecht. Ich bin auch noch... Eieiei. Was passiert? Okay. Kameratechnisches Spiel noch. Manchmal etwas... Das war gar nicht gut, Leute. Aber das, muss ich erst noch ein bisschen besser reinkommen. Sehr dunkel, sagt ihr. Das geht doch eigentlich. Please, take this mask. It's not unlike my own. Ich hab einen Helm auf. Wie kommst du da drauf, dass ich eine Maske gebrauchen könnte? Beyond life and death, where spirits pass across the threshold. But your spirit is bound here, unwilling to go on. Perhaps it has an obligation left to fulfill. Wollen wir noch mal ein bisschen Teer trinken? Warum nicht? Abilities. Jetzt, wir haben kein Teer mehr, glaube ich. Ne, wir haben kein Teer mehr. Glimpses. Wir haben 6 Glimpses. Glimpses sind ja
wie würde man es deutsch sagen, ein Ausblick. Ein kleiner, ein kurzer Blick. Okay, wir achten nochmal drauf. Machen die jetzt platt, ohne dass wir Schaden kriegen. Das sollte ja jetzt kein Problem sein. Zack, so, jetzt haben wir nämlich nur noch ein. Und wenn ich jetzt... Scheiße. Stamina hätte, dann hätte ich auch fast keinen Schaden gekriegt. Use Anvil. Guck mal, wir können den Amboss benutzen. Das haben wir jetzt durch Zufall gemerkt, weil die Leiche genau neben dem Amboss war. Und ich dachte, ich loote die mal. Apply Weapon Enhancement. Empty Channel. In the center. Upgrade obtained. Required Item. Okay, ich brauche für jedes Item... Was ist das denn? Ich habe ein Hollowed Sword. Ich habe eine lustige Wunderlampe. Was haben wir hier? Irgendwelche Runen. Boost the healing effect of empowered reposts. Boost resolve acquisition. Kann ich mal die Waffe ändern? Ah, okay, das ist ein Recall-Item, was sie mir gegeben hat, diese Maske. Aber, was haben wir noch? Ne, wir haben nur dieses Schwert. Hollowed Sword. Und was ist das? Tarnished Seal. Both Symbol and Weapon. Seal is rusted and filthy. Key Item. Neben dem Amboss hängt noch eine Waffe, sagt ihr? An der Wand. Okay, Hammer und Sichel. Oder was haben wir da? Ja, das sieht aber nicht aus wie eine Sichel. Ich glaube, Sichel war auch nicht Crescent. Heißt Crescent Sichel? Was haben wir hier? Wir haben jetzt Chisel. Ah, okay, Chisel ist Meißel. Hammer und Meißel. Ach, verdammt. Wir wechseln irgendwie den Körper. Und jetzt sehen wir ein bisschen agiler aus. Kann das sein? Und mit Hammer und Sichel so zweihändig. Probieren wir es jetzt mal. Seht ihr, wie viel besser wir... Wenn ich den wechsle, okay. Ich glaube, das macht Sinn. Wir battlen die nochmal, weil wir so schön in Übungen sein wollen. Ich glaube, er hier rechts greift als erstes an. Den blocken wir. Und dann geht's los. Hammer und Sichel! Hammer und Sichel! Schwerer Angriff! Hammer da! Und weiter! Ich habe keine Stamina mehr. Oder doch? Oh. Komm, du hast nicht mehr viel. Ich wusste dich nur einmal. Danke. Okay, Hammer und Sichel. So langsam kommt man rein. Equip Hollowed Sword. Ne, ich lasse das jetzt mal hier liegen, das Hollowed Sword. Wir bleiben bei Hammer und Meißel. Spectral Token. Benutzt es einfach mal. Muss man ja. Ich meine, was soll das? Wir müssen mal rausfinden, was das ist. Wir nehmen jetzt, wovon haben wir mehrere? Hier, die Dinger. Spectral Token. Benutzen wir. Was ist los? Wie geht das? Ne, nicht Quickslot. Benutzen. Keine Ahnung. Na gut, essen wir noch einen Pilz. Glimpse of Futility.
Eieiei, hallo? Werfen? Seit wann werfen wir denn mit Gegenständen? Oh shit, ja gut, ich sehe schon, dass du daran gewöhnt bist. Wie sieht's aus? Du schlägst mich, ich block und dann hau ich dich? Wollen wir so? Okay. Oh shit. Shit, der wirft mit seinem Kopf! Der meint's ernst. Okay, sehr gut. Aber irgendwie stinkt's jetzt. Scheiße. Okay, welcher Gegenstand hier sagt ihr ist Anti-Stink? Anti-Stink. Das hier sind Seelen, ne? Würde ich sagen. Keine Ahnung, wir lassen das durchlaufen. Wir haben ja einen Pilz drin, oder? Oh, seht ihr, wie lange? Nee, das geht nicht. Das hält sehr lang, diese Vergiftung. Wir müssen was ausprobieren. Rotten Food. Nee. Inferior Moonshine. Das probieren wir mal. Das könnte sein. Wir besaufen uns einfach. Vielleicht hilft das gegen Vergiftung. Ach, tatsächlich! Grants those who drink it a small... Oh, shit. Ich glaube, die Vergiftung ist noch auf der Shell drauf. Das ist ja interessant. Ich verstehe nichts. Aber so langsam... Soll ich wieder rein in die Shell? Oder soll ich warten, bis das Gift weg ist? Meint ihr, das Gift läuft in der Shell gerade runter und ich gehe rein, wenn es fertig ist? Da steht schon wieder so ein Typ mit Schwertern in der Brust. Okay, wir gehen mal rein, mal gucken, was passiert. Alles klar, uns geht's wieder gut. Und jetzt... Oh nein. Okay, einer weniger. Wir rollen uns schnell vorbei, um so ein bisschen die Wand im... Nicht stink, nicht stink. Bitte nicht wieder... Ich habe das Gefühl, irgendwer ist hinter mir. Nee, ich höre nichts. Alles gut. Kämpfen wir hier ruhig weiter. So, Junge, ich bin bereit. Greif mich an und... Jetzt geht's. Richtig. Einer weniger. Wir machen definitiv weniger Schaden jetzt mit Hammer und Meißel. Oh shit, der macht zwei hintereinander. Damit habe ich jetzt leider nicht gerechnet, aber... Und tschüss, 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 tschüss. Bevor er seinen Kopf wirft, habt ihr gesehen. Wollte er gerade wieder machen. Haben wir ihn von abgehalten. Aber der Charakter gefällt mir mehr. Der ist ein bisschen agiler. Zwei Taskbores. Okay, nicht schlecht. Und das hier heißt, ist das der Respawn-Counter oder... Hier können wir durchklettern. Oh, das sieht aber sehr gefährlich aus. Das machen wir gleich. Aber vorher gucken wir hier. Oh, scheiße. Ach, come on! Okay, komm du mal her. Vielleicht schaffen wir... Guck mal, wir können auch nur dich alleine holen. Das ist ja... Wir müssen gar nicht gegen beide gleichzeitig kämpfen. Das Ziel auf meinem Rücken leuchtet manchmal, wenn er angreift. Ist das irgendwie ein Zeichen für mich? Nicht vergiften, danke.
Bin ich im Wasser? Ah ja. Block. Und verprügeln. Gut. Sag mal, willst du den ganzen Tag Schwerter schmeißen oder wollen wir uns jetzt prügeln? Oh shit. Ist aber ganz kurz. Ein bisschen böse geworden. Der hat ziemlich viel Energie. Wir lassen uns mal hier mit harten Shell und dann gehen wir rein. Bam, bam, bam. Okay. Kommst du oder erst deine Kumpels um die Ecke? Will vielleicht nicht alle gleichzeitig pullen. Oh ja, nee, doch. Ich glaube, wir haben dich gepullt. Kommst du? Ja. Junge. Naja, gut. Bei so einem Gegner kann ich mal einen Schluck Kaffee nehmen. Aber ich brauche unbedingt eine Kaffeetasse, die den Kaffee warm hält. So mit USB oder so, weißt du? Dass das noch nicht gibt. Seit Jahrtausenden trinken die Menschen Kaffee, aber ständig wird er kalt. Dass das noch keiner gefixt hat. So, komm her, Junge. Ich mache harten Shell. Dann haust du auf mich drauf und danach verprügel ich dich nach Strich. Und hallo, reagierst du? Komisch. Den eben hatte ich im Stunlock. Das ist ein ähnlicher Typ. Da klappt es jetzt nicht so einfach. Okay, ich probier's nochmal. Jetzt holt er wieder seinen Kopf raus. Hätte ich nicht in die grüne Wolke gedurft, oder was? Das war eh seltsam. Habt ihr gesehen? Ich bin aus meiner Hülle raus, während er stirbt. Das habe ich nicht gerafft, wollte rein ihn töten, aber er starb gerade schon und seine Pupswolke, die noch da war, hat mich dann getötet. Also, Vorsicht. I've kept your flesh safe, bounding. Okay, jetzt haben wir beide gepult, kein Problem. Ich häng fest, ich kann nicht wegkommen. Seht ihr das, die Kamera? Oh, ist das schlimm. Dieser Stein da, habt ihr den gesehen? Ach, ist das ärgerlich. Einer weniger, schnell. Zack, neu aufstellen. Ach, falsche Taste. Ich wollte Stone-mäßig abgehen. Klappt nicht, den rollen wir einmal kurz. Ach ja, ihn interessiert das nicht. Ah, zu viel Energie verloren beim ersten Encounter hier. Lass mich mal wieder rein da in deine Hülle, du. Wir haben wieder volle Energie. Hm. Das klappt bestimmt nicht jedes Mal. Deckel auf die Tasse heben. Legen. Ah, okay, aber wo tue ich denn den Löffel hin? Der liegt dann ja daneben, ne? Examine description. Solomon's Etching. He appeared again in my dreams. Oh, warte mal, hier geht's weiter, oder was? Hallo, ich lese doch gerade was. Ah, und er trifft mit seinem verdammten Dötz auch noch genau auf mich rauf. Und jetzt stehe ich hier vergiftet. Na gut. Was macht man, wenn man vergiftet ist? Man isst noch einen Pilz. Habe ich irgendwelche Wurfgeschosse? Rotten Food.
Sebastian, wir essen jetzt mal Rotten Food. Wir sind eh gerade vergiftet, okay? Was macht Rotten Food? Restore small amount of health at a large cost to resolve. Was meinen Sie damit? Resolve. Komm her, Junge. Junge, ich stehe hinter der Ecke. Das wird nie was. Du musst herkommen. Danke. So, da bist du ja endlich. Lass dich mal anvisieren. So, komm her, schlag mich einmal, weil dann drücke ich hier LT. Dann bist du kurz gestunt. Dann machen wir den hier. Das Problem meiner dichten Ansicht ist, dass ich sehr häufig festhänge und nicht weiß, woran. Hier sind viele Steine, die... Oh, da lässt er sich nicht von beeindrucken, von meinem Schlag. Okay, ich würde sagen, du fängst an mit Schlagen, okay? Habt ihr gesehen? Ich hatte harten Shell an, trotzdem bin ich tot. So ganz begriffen haben wir es noch nicht. Ich würde sagen, wir schauen mal in Chat, ob da vielleicht interessante Infos drin sind. Gib mir die Minute. Die Beta geht nur 2 Stunden, sagt Jelly Bean. Ja, das passt ja. Dann sind wir hier vielleicht morgen durch. So, keine interessanten. Das Zeichen am Gürtel leuchtet auf, wenn der nächste Angriff des Gegners nicht parierbar ist. Guck mal, das ist interessant. Heißt das, gilt meine Steinhaut, die ich immer verwende, auch als Parry? Ist es auch ein Parry? Oder ist nur das hier der Parry? Hier steht's. Summer Rave sagt, nicht blockbar durch die harten Shell-Fähigkeiten. Gefährte würde gern wissen, ob ich auch meinen Kopf abreißen kann und werfen. Das ist leider nicht... Glaube ich, konnte ich bis jetzt noch nicht. Möglich. Ich kenne aber ein Spiel, in dem du das kannst. Ein ausgezeichnetes Spiel. Problem ist nur, dass mir der Name entfallen ist. Aber ihr wisst welches. Ist das nicht Suda, sogar von Suda gewesen oder wem? Der Typ, der... Das war ein Xbox 360-Spiel noch. Oder? Wo der Typ die Körperteile verloren hat und ihr konntet als Kopf wieder zurück zu eurem Körper rollen. Sagt mir, wie das heißt. War ein ganz gutes Ding. Kommt er? Seht ihr, wenn ihr linke Seite geht, seid ihr weiter weg vom rechten. Das sind die paar Zentimeter, die ihr braucht, um... Oh, oh. Nee, nicht Ben and Ed und nicht Stubbs the Zombie. Nein, Leute, wisst ihr nicht, welches ich meine, wo man immer als Kopf da rumrennt? Und auch nicht Medieval oder so, nee, nee. Adler, Dead Cells war es auch nicht. Ja, das Schwert, das steht da übrigens rum, Chat, habt ihr richtig gesehen, aber ich kann immer nur eine Waffe. Das ist das Schwert, was ich die ganze Zeit hatte. Ich habe ja gewechselt jetzt auf Hammer und Sichel. Und mit Sichel meine ich Meißel. Never Dead, danke. Ein Jompom. Never Dead. Never Dead. Kann ich empfehlen. Lustiges Ding. Macht Spaß. Nicht parierbar. Sagt ihr. Habt ihr gesehen? Ich habe trotzdem pariert. Also. Die Tipps aus dem Chat mit einer Prise Salz. Okay, Achtung, Parry incoming.
Oh nein, er hat mich mit seinem stinkenden Kopf getroffen. Jetzt stink ich. Pass auf, hier rein. Was passiert nun? Nichts. Shell retrieved. Wahrscheinlich ein bisschen Seelen wieder gekriegt hast. So, ich stink jetzt. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal hier rein, um keine Zeit zu verlieren. Nur unser Leben, merke ich gerade. Shit. War ja unnötig, jetzt diesen Pfeil da in die... Oh, hey, Buddy! Oh, oh. So, die zwei hätten wir raus. Ich esse jetzt mal einen Pilz, damit wir nicht gleich drauf gehen. Ich glaube, wir haben nicht viel Zeit dafür. Ich gehe ein Stück zurück, dass das Schwert mich jetzt nicht trifft hier. Weil jetzt gerade erst haben wir unsere Vergiftung verloren. Warten kurz, dass der Pilz uns ein kleines bisschen Energie gibt und dann gehen wir rein, den Schwertmann töten. Wenn es rot leuchtet, ist nicht blockbar. Sagt jetzt wieder Dreamer. Aber hast du nicht gerade gesehen, dass ich das gerade nochmal probiert habe, um es zu überprüfen und genau das Gegenteil der Fall war? Okay, ich muss am Ende, wenn er den Kopf wirft, muss ich mir irgendwas ausdenken. Entweder muss ich ganz, ganz schnell töten. Das hat schon mal funktioniert. Oder irgendwie diesem Kopfwurf ausweichen. Und ich habe das Gefühl, dass er nach dem Kopfwurf... Ah, nee, ich glaube, der ist nicht tot direkt danach. Ich glaube, wir sterben gerade. Kann das sein? Ja, wir sterben gerade, leider. Zum Glück gibt es diese seltsame Mechanik, wo ich wie so ein Insekt aus meiner, wie ich mich heute, hier wie so eine Spinne und dann raus. Aber danach ist man immer sehr, sehr squishy und verwundbar. Hier waren wir ja schon. Und der Typ... Ah, ja. Geh jetzt wieder in meinen Körper rein. Ich glaube, dann habe ich mehr Energie. Wunderbar. Wir kommen von da. Es geht nach da, da und da. Also wir gehen erstmal links jetzt kurz. Oh. Hallo, Kamera? Was? Kamera, bitte. Danke. Uiuiuiuiui. Lass mich doch wegspringen. Dankeschön. Also, wenn der gleich seinen Kopf wirft, laufe ich weg. Dann gehe ich nicht mehr rein. Hier haben wir ein paar Ecken. So, jetzt holt er seinen Kopf. Wir weichen aus. Und er ist tot. Ja, guck mal, doch, haben wir uns nicht geirrt. Der stirbt doch, wenn er seinen Kopf verliert. Macht ja auch ein bisschen Sinn. Hier liegt er übrigens. Kick ihn gerade ein bisschen durch die Gegend. Das ist schön, dass es geht. Und wo kamen wir her? Ich glaube, wir sind hier links rein. Haben uns kurz erschrocken, dass da ein Gegner ist. Und merken gerade hier hinten. Welche Zeit? Ich mach mal, werd mal die Schwier. Okay, das hat ja gar nicht funktioniert. Typ! Okay, ich gehe mal hier hin und pfeife mir noch einen Pilz rein. Hop, da, da. Ich
bin noch ein bisschen vorsichtig, da ich noch nicht so richtig weiß, wann kann ich nachziehen mit meinen Schlägen und wann schlägt er mich. Also sieht ja so aus, als könnte ich hier jetzt einfach mal noch einen draufsetzen. Aber nee, dann startet er mit dem Ding und da muss ich ja ausweichen. Und dann ist er tot. Okay, gut. Und jetzt ist die Kamera wieder einmal. Hier links oben stand er gerade, ne? Jetzt ist hier sein Kumpel. Oh, der hat ja noch einen Kumpel. Kamera, bitte Kamera, lass mich. Holy shit. Oh. Wir gucken mal, ob wir die Heilung irgendwie auf den Quickslot legen können. Das wäre tatsächlich eine gute Idee. Also, wie sieht's aus hier? Gib mir mal so einen Pilz auf den Quickslot. Haben wir schon. Zack, habe ich auf den Quickslot. Wie kriege ich den? Ah, okay. Digipad nach oben und ich nehme... Erste Item. Alles klar. Warte mal. Ach, shit. Komm, springt mich an. Okay, den haben wir. Jetzt kommt wieder der Schwerttyp. Aber den gehen wir mal ein bisschen entgegen. Weichen wir dem aus. Hör manchmal was. Oh, seht ihr, wie der Kopf da aus der Wand kommt? So, der kriegt, glaube ich, noch einen Punch und dann wirft er wieder mit seinem Kopf, ne? Und dann weichen wir einfach aus. Einen braucht er noch. Naja, noch einen. Und wisst ihr was? Komm, fuck your head. Und da stecke ich nochmal einen ein. Unnötig, macht nichts. Okay, weiter geht's. Ich würde sagen, wir pullen einfach. Hey, Buddy. Muss ausweichen, weil der hinter mir wirft gerade Schwerter. Gut. Fast hätten wir den ausgeschaltet. Das haben wir. Ausweichen. Einer weniger. Schwertmann da hinten wirft weiter. Wir gucken kurz. Da ich nicht weiß, was hinten... Oh, sehr gut ausgewichen. Wollte gerade sagen, da springt mir doch gleich was in den Rücken. Jetzt hängen die beiden Jungs da fest. Dann muss ich da so rein. Scheiße, ich bin angestunken. Nicht dran gedacht, dass der Stinkemann da ist. So. Wisst ihr was? Wir bleiben mal hier. Linke Seite. Hier ist nämlich der Erstrecker-Typ, den wir jetzt... Lass den jetzt mal da stehen. Ich probiere gerade die berühmte Dark Souls schwere R2-Attacke, aber... Sowas wie eine Sprungattacke. Ich habe nämlich gerade eine hingekriegt, aber ich weiß nicht wie. So, und das mache ich auch immer wieder. Mega smart. Wenn die sterben, hinterlassen die nämlich auch eine Stinkwolke. So ein Mist. Guck mal, hier liegt ein Typ mit ziemlich spitzen...
Aber da ist... Oh. Hört den atmen. Ah ne, ich glaube, ich habe mir nur eingebildet. Der steht nicht auf, oder? Hey! Hey! Ist gut, ist gut, ist gut. Ich mach dich einfach so platt, okay? Ich block das. Ausweichung, Ausweichung. Meckert nicht über das Spiel. Das ist halt noch Early Access. Das ist wirklich klar. Fragt ihr jetzt, haben die nur zwei Sounds? Was ist mit dem Sounddesign? Ja, die sind noch nicht fertig, Leute. Das dürft ihr immer nicht vergessen. Heutzutage kommt ja im Grunde so gut wie jedes Spiel raus, bevor es fertig ist. Da müsst ihr halt auch manchmal, wenn es gewollt ist, dran denken, ne? Es ist jetzt nicht gerade released worden, das ist in einem Beta. Für einen Souls-Clone ziemlich guter. Ich hoffe, die machen da weiter. Und ich hoffe, ich komme hier jetzt mal weiter, oder? Early Beta Access Alpha, whatever. Habt ihr gesehen, wie das rot leuchtet und wie ich danach trotzdem noch blocke? Ja, ja, ich habe das gar nicht schlecht gemacht, aber ich hing schon wieder an irgendeinem Ding hier fest, dass ich nicht zurück konnte. Habt ihr das gesehen? Irgendwo hing ich hier fest, wollte nach hinten rollen und jetzt bin ich schon wieder vergiftet. Hm, okay. Sag mir mal einer, was ich besser gegen die Vergiftung nehme. Das wäre ein guter Tipp. Jetzt werde ich aber auch unvorsichtig, ne? Aber die Kamera in diesen engen Räumen ist nicht, nicht unbedingt euer Freund. Achtung, ist da der Schmerzschmeißer? Bleib hier lieber hinter. Gut, 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 gut. Ich bin ja nur vergiftet. Oh, ich bin nicht mehr vergiftet, oder? So, Schwertmann. Wirf ruhig. Jetzt hänge ich und dann explodiert er und ich bin trotzdem vergiftet. Ah, zu langsam weggekommen oder was? Ärgerlich. Okay, die Vergiftung wird auch erneuert, wenn ich da durchrenne. Alles klar, gut zu wissen. Und jetzt klettere ich mal hier durch. Wir wissen, was hier drin ist. Ist da der Boss? Da ist noch ein Pilz. Nee, komisch. Jetzt hat er... Was ist denn los? Wieso benutzt er denn jetzt nicht den Pilz, sondern plötzlich ein anderes Item? Auf der Quickslot-Taste. Weil ich keine Pilze mehr habe. Ah, okay. Und das berechtigt dich dazu, einfach so ein Seelending zu nehmen? Spiel? Was soll das? Remnant of Tar. Pilze sind alle, ja. Kurz in den Chat geguckt, um Tipps abzugreifen. Aber ohne Pilze, naja, schwierig. The first martyr. Martyr gave neither blood nor body. No, he gave up so much more to preserve our faith. He gave his living memory, all that he knew, all that he glimpsed sealed with his eyes. As he saw us, open your mouth and harden your heart. Receive his gift. Remember what has come before. What came before?
sehr, sehr rätselhaft. Aber wenn wir, lass uns mal das Grab plündern. Perfume Sensor. Benutzen wir gleich mal so ein Teil. Kann hier nicht durch? Kann ich das zerstören? Nein, da hinten geht's auch nicht weiter. So, wir gucken mal, diesen Perfume Sensor, wo ist der? Warte mal, ich höre doch schon wieder. Ne, ich höre nichts. Ich bild mir das nur ein. Das Zeug ist... dieses parfümierte Zeugs. Hä? Ja? Hier sind unsere Shells. Das ist mit der Typ, mit dem... Nee, das ist der, den wir... Also, der hat wieder Hammer und Meißel. Und er hat auch Hammer und Meißel. Okay, es geht eher um die Rüstung, oder was? Hm. Da ist der Perfume Sensor. Items discovered. Ja, das ist, Connects to the Hammer and Chisel. Also, es hat irgendwas mit meiner Waffe zu tun. Mist, wo komme ich her? Hier. Da. Und da waren wir auch. Das kennen wir. Wir müssen mal hier lang. Aber dann kommt der Typ hier von links vielleicht. Es ist tatsächlich klug, wenn wir den links da von hinten eingehen. Und erst hier hingehen, glaube ich. Da ist nämlich hier der Junge gleich um die Ecke. Jetzt mal kurz gucken. Oh, Kamera! Okay, den Stinker haben wir. Jetzt ist hier nur noch Schwert-Buddy. Komm, Schwert-Buddy. Ich hau dich. Scheiß auf deinen Kopf. Super ausgewichen. Und trotzdem vergiftet. So ein Scheiß. Large Bolt. Oh. Meine Meinung ist top. Mir gefällt das. Ich weiß ja noch so gut wie nichts, deswegen. Das ist ja. Es kann doch in alle Richtungen gehen. Ich habe doch nicht mal verstanden, was das Spiel von mir will. I've kept your flesh safe, darling. Aber ihr seht, ist die Items respawn nach einer gewissen Zeit, ne? Jetzt hier mein Heilungspilz. Haben wir schon richtig vermutet, dass der... Und wir laufen halt hier rum, eigentlich als weißer Prometheus-Typ. Und dann... Übernehmen wir die Kontrolle von irgendwelchen Leichen, die hier rumliegen. Ich meine, man sieht das ja. So frisch bin ich nicht. Und er hier auch nicht. Aber ich kann es mir aussuchen. Und nicht nur die zwei. Wir haben auch schon gesehen, dass es hier bei den Shells, wie viele gibt's? Eins. Zwei, drei, vier. Oh, okay. Sind das alle? Na gut. Who knows? Okay, komm, greift mich an, beide gleichzeitig. Ich mach jetzt hier. Seht ihr, wie das super blockt? Zack. Und
Oh, keine Stamina. Lass mich mal kurz... Und wieder vergiftet. Ihr vergiftet auch. Wieso vergiften denn alle hier? War getötet, bevor er seinen Kopf wirft. Haben wir uns einen Pilz für verdient. Und jetzt machen wir das so, dass wir schnell diesen hier zur Strecke bringen. Okay, schon voll versagt. Was ist da denn gerade passiert? Mich irritiert, also der, was ist jetzt mit diesen grünen Stinkewolken? Wann vergiften die mich und wann nicht? Weil der Typ hat auch die ganze Zeit gestunken überall grün und war ich nicht vergiftet. Und der dreht sich mit. Guck mal, wenn ich jetzt so nach hinten bin, dann, also so hinter seinen Rücken, komme ich nicht unbedingt. Und wieder vergiftet. Okay. Was bleibt mir jetzt noch übrig? Ich bin vergiftet, hab nur noch einen Pilz. Der kommt da nicht gegen an. Ich probiere mal Remnant of Tar. Wir müssen jetzt langsam die Strohhalme greifen, die wir haben, um zu erfahren, was wir hier noch haben. Wobei hier rechts oben, seht ihr übrigens, haben wir so eine Art, ja, da werden die zumindest schon mal in Kategorien eingeteilt. Ihr seht, das wollte ich gerade essen, aber rechts oben steht Currency, also eine Währung. Das ist eine Währung. Das hier ist Experience. Das hier ist Consumable. Also diese Laute werden wir jetzt mal essen. Also, seid ihr schlauer jetzt, was diese Laute macht? Immer wieder auf, Junge. Practice makes perfect. Familiarity 1. Wir müssen das mal öfter verwenden. Machen wir jetzt mal. Mal, ich lege jetzt mal die Laute auf den Quickslot. Zack. Warte mal, guck mal, soll das ein Pfeil sein? Pfeil nach unten oder was? Okay, weil wenn ich Pfeil nach oben drück... Komisch. Dann macht der Pfeil nach unten funktioniert nicht, wie gerade... Probieren es nochmal. Assign Quickslot. Ich hab jetzt hier hin, aber kannst du mir verraten, Spiel, wo finde ich denn den Quickslot? Das sind 6 Fächer, aber wie, Spiel, sag mal bitte, wie ich die... Der Digipad ist ja schwer, wegen 6, ne? Eigentlich hat der den Pilz da die ganze Zeit genommen. Das Problem ist, jetzt plötzlich benutzt er nicht mehr diesen Pilz auf dieser Taste. Jetzt benutzt er plötzlich ohne meine Einwilligung diese wertvollen anderen Dinger. Wenn ich die Taste drücke, die gerade angezeigt wurde, macht er gar nichts. Wenn ich nach... Ich kann durchschalten. Und dann nach unten geht auch nicht. Dann nach oben. Ah, okay. Pfeil nach unten ist nur... Das meinen die anders. Okay.
Okay, wir stehen wieder auf. Und sind jetzt schon auf Stufe 2. Und jetzt verschwende ich aus Versehen wieder ein Ding, weil die Steuerung... Das ist mega dumm. Seht ihr das? Jedes Mal, wenn ich die Laute benutze, wechselt er auch gleichzeitig den Slot. Obwohl ich nicht die Taste für Slot wechseln gedrückt habe. Wenn ich jetzt nochmal die Laute benutzen will, seht ihr, rechts unten ist die Laute gar nicht mehr aktiviert, sondern diese Dinger, die ich jetzt so lange verschwendet habe, dass ich nur noch einen davon habe. Wird er besser? Jetzt muss ich wieder einmal durchschalten. Zurückschalten, damit das... Das ist komisch. Guck mal, Sinsensan sagt gerade, er hatte auch seine Probleme. Die Steuer ist manchmal nicht wirklich logisch. Oder intuitiv, nennt es wie ihr wollt. Man macht da erst ein paar Fehler. Bis man dann checkt. So, jetzt wieder muss ich wieder die Laute auswählen. Ich ziehe das jetzt einmal durch. Seid ihr nicht auch interessiert, was passiert, wenn ich jetzt noch viermal spiele? Ja, ist schon klar. Gut, Barryon. Wir können uns schon denken, warum die Laute verschwindet. Aber die Frage ist, tut das denn Not? Sag mal, kann ich jetzt... Jetzt, okay. Noch dreimal. Eins. Abbruch. Noch ein, zweimal. Noch drei, vier Mal und ich kann bei Black Sabbath den Bass spielen. So. Letzte Mal, dann sind wir hier Lautenprofi. Und? Maxed. Maxed Familiarity. Also... Wir sind jetzt sehr geübt im Umgang mit der Laute. Ob das jetzt im Kampf irgendwas bringt oder ob das einfach nur ein Gimmick ist, wissen wir leider noch nicht. Schade. Ist witzig, dass sie es Familiarity nennen. Also... das ist das genaue Wort im Deutschen für Familie. Bekannt... Vertrautheit, würde ich sagen. Aber trotzdem, im Spiel weiß ich genauso viel wie vorher, was die Laute macht. Da hätte jetzt aber auch mal ein Satz stehen können, was sie macht. Und gucken. Manchmal kommt da irgendwie ein Kumpel noch angesprungen von der Seite. Und bevor wir gegen den Typen rechts kämpfen, machen wir DNS platt. Hey, Joe. Ah! Das war aber fies, oder? Diese Nummer. Komm her. Komm ruhig zu mir. Komm ruhig zu mir. Ich bin sehr agil. Guck mal, ich habe Eisenhaut. Willst du nicht? Stinkst gerade so. Ich will dich eigentlich gar nicht angreifen, wenn du so stinkst. Zack. So, alles klar. Der ist tot, zu Recht. Seine Maske vergessen. Was mit dir? Magst du mal... Oh. Bruchteil einer Sekunde, ich hätte ihn tot gehabt. Er hat vorher natürlich jetzt nochmal geschafft, da seinen bescheuerten Kopf loszuwerden. Und ich bin trotzdem vergiftet. Und bin gleich tot. Das Vergiften ist ziemlich nervig. Weil es viel zu eng ist. Guck mal, mit der Laute lockt man Gegner zu sich, sagt Vapor Dude.
Alles klar. Brauchen wir das denn? Haben wir, ist das eins unserer Probleme, dass zu wenig Gegner auf uns zukommen, oder was? Ich zeig dir, wie ich Gegner auf anlocke. Wie man das macht. Hier. So. Brauche ich keine Laude für. Aber na klar. Gucken wir später mal. Da wird es bestimmt irgendwie noch einen Sinn für geben. Was ja auch interessant wäre, ist, was diese Familiarity, also die Vertrautheit mit dieser Laute, das noch mehr auf sich hat. Ausweichen, bitte, danke. Kamera, einmal. Und dem Kopf ausweichen. Ich glaube, ich muss alle Parrys, Ausweichdinger, alle immer ein bisschen früher machen. Vom Timing her bin ich immer off. Haben wir einen Pilz? Nein, wir haben nichts zum Heilen. Also, wir haben hier neue Pilze. Teerspore. So, mal rein hier. Probieren wir den mal anzulocken. Naja, funktioniert nicht wirklich. Wenn ich noch dichter ran muss, dann wüsste ich jetzt auch nicht, wo ist denn der Sinn dann da, ne? Aber, das finden wir raus, wenn wir weiterspielen. Bin ich mir ganz sicher. So. Ich esse nochmal so eine Teerspore. Ah, nee, gar nicht. Er verstellt das ja wieder. Der Spore gegessen und jetzt die jetzt 40 Poison Damage über 60 Sekunden. Okay, mir? Habe ich mich jetzt gerade selber vergiftet? Ich war doch schon vergiftet. Okay und okay. Ohne Heil-Items etwas schwierig, aber I've kept your flesh safe, foundling. Das frage ich mich auch. Ne? Es wird im Chat immer wieder gefragt, ob es Stealth Kills gibt. Wie ist das mit dem Reposten? Das wüsste ich auch gerne. Auf den üblichen Wegen habe ich es so jetzt noch nicht geschafft, jemanden stealth-mäßig zu erledigen. Obwohl, ja, habt ihr es gerade gesehen, dieser. Mich zu beißen! Och, come on. Okay. Okay, alles gut. Mit einer Repost kann ich mich heilen. Okay, wir werden jetzt Repost üben. Ich glaube, wir sollten nicht so weiter voranschreiten. Wir müssen die ganzen Kniffe erstmal drauf kriegen. Repost wahrscheinlich LB, ne? Mit diesem komischen Ding auf dem Rücken. Giftpilze essen hilft auf lange Sicht tatsächlich gegen Gift. Interessant. Probieren wir aus. Eines Tages. So, erstmal ihn hier pullen. Und jetzt üben wir einmal ganz kurz. Ja? Seid ihr bereit? Und abgewehrt! Hat ja gar nicht geklappt. Okay, okay. Okay, komm her, Junge. Wir probieren es nochmal. Oh, abgewehrt! Oh, nee, klappt nicht. Oh, abgewehrt! Nee, klappt nicht. Repost funktioniert irgendwie nicht so, wie ich es mir vorstelle. Wir gehen hier wieder rein. Da hat es geklappt. Nur was muss ich danach machen? Was soll ich danach machen nach dem Report? Kriege ich da nur Energie wieder? Hm.
Hab ihn abgewehrt, hat nichts gebracht irgendwie. Oder? Wo liegt der Vorteil in diesem Risiko? Ich glaube, ich brich ein bisschen Energie wieder. Aber da ist doch noch mehr, oder? Typ, ich verprügel dich gerade. Kannst du bitte taumeln oder irgendwas? Nicht mich schlagen? Wir machen das jetzt so, dass wir ihn jetzt pullen. Wir kämpfen da nicht. So, Repost. Ne, 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 geht nicht. Ne, bin tot. Ah! Das war auch mein Problem immer bei Dark Souls, weshalb ich das Konter nie groß gelernt hatte. Ich fand, der Risk war sehr hoch. Zu hoch für die Reward. Viel zu hoch. Oh, guck mal, Zeit ist vorbei. Zeit ist vorbei. Schade, ich bin voll drin in dem Ding gerade. Aber können wir nichts machen. So lang ist die Demo ja auch nicht. Haben wir uns sagen lassen. Habt ihr im Chat gesagt? Ne? Was sagt ihr im Chat da gerade? Wer hat an der Uhr gedreht? Na, Janzer sagt das. Ihr müsst bedenken, es ist nur eine Beta-Demo, richtig? Ne, wir wechseln jetzt wahrscheinlich nicht zu Minecraft. Meine Zeit ist rum. Mal zweihändig gespielt, der Schmolle. Da war nichts mit Parieren. Ui, zweihändig geht auch. Interessant. Schade, schade. Ich würde sagen, wir sehen uns dann. Heute Abend ist Command & Conquer. Sonst sehen wir uns morgen wieder. Das war's von mir soweit. Wir haben alles, was wir wollten. Wenn ihr Immortal Shell auch spielen möchtet, ist gerade for free als Demo im Epic Game Store. Woanders noch nicht. Schaut rein, die Demo soll so circa 2 Stunden dauern. Wir haben ein bisschen länger gebraucht, aber was habt ihr erwartet? Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Ciao.